Zusätzlich zu einem Corona-Fonds mit einem Gewicht von 30 Millionen enthält der Pakt zwischen dem ÖVP und der FPÖ in unteren Österreich auch einen Tavernenbonus. Eine Stimmzettelreform ist auch auf die Arbeitskonvention abzielt. ÖVP und FPÖ wollen Inüda mit traditionellen und regionalen Gerichten in Lohr, Österreich fördern. Im Bereich Tourismus und Gastronomie des 36-seitigen Arbeitsabkommens heißt es, das Gasthaus als sozialer Treffpunkt ist ein wesentlicher Bestandteil der staatlichen Identität unseres Bundesstaat-Inflation. Ein Gasthaus wird entwickelt. Die Voraussetzung dafür ist daher, dass der neue Gastgeber eine traditionelle und regionale Lebensmittelversorgung hat. Zusätzlich zu dem Fokus auf traditionelle regionale Küche ist auch eine Übernahmefinanzierung geplant, die geplant ist. Welche wurde auch im Jahr 2019 von der Freiheit als Teil eines 6-Punkte-Plans zur Aufrechterhaltung der Inkultur verlangt. Selbst alle offenen Vorlieben. Pakt zwischen ÖVP und FPÖ planen. Das Recht der Kommunalwahlen zu ändern, apropos lange Anforderungen nach dem Arbeitsvereinbarung ist. Die Umsetzung solcher auch im Recht der Kommunalwahlen geplant. Das Ende des umstrittenen nicht offiziellen Stimmzettels bei Urnen auf kommunaler Ebene ist geplant. Was ist gemeint? Die Verwendung von Papieren, auf denen der Name des jeweiligen Parteikandidaten bereits vorgedruckt werden kann. Nach dem Pakt sollte die Abstimmung nur mit einer konventionellen offiziellen Abstimmung möglich sein. Vergeben von Ticking, SPÖ, Neos und Green haben kürzlich insbesondere für die Abschaffung der möglichen nicht offiziellen Variante gesprochen. Konzentrieren Sie sich auf das Arbeitseinkommen in Deutsch, ein klarer deutscher Schwerpunkt liegt auch im Arbeitsvertrag. Zum Beispiel sollte die Verwendung deutschen Sprache Pausen und auf dem Schulhof durch die Zulassung in die Vorschriften für autonome Haus der Schule gezwungen werden. Punkt. Ein Mindestniveau deutschen Sprache. Das obere österreichische Modell wurde hier als Modell zitiert. Es tritt im Allgemeinen für klare Regeln in der Sprachgebrauch auf. Um einen Beitrag zu einer ideologischen und unsachgemäßen Verwendung zu leisten. Die Konvent Grund und Verantwortung. In dieser Hinsicht werden Richtlinien für die Verantwortung des Landes entwickelt. Corona-Funds geplant und Zurückzahlen der geplanten Strafen.